Okay. Vielleicht denke ich es eh zu kompliziert, aber so irgendwie am Anfang Hallo sagen oder so, das brauchen wir nicht, oder? Also das Transcontinental Race ist ein ja, über 4000 Kilometer langes Unsupported-Rennen. Starten tut's in Gerhardsbergen in der Nähe von Brüssel. Dann hat man 4 Checkpoints, zwischen denen man die Route selbst planen muss, wobei die Checkpoints sind vorgegeben, plus kleine Parcours, also Streckenabschnitte nahe den Checkpoints, die man fahren muss. Im Ziel in Bulgarien, in Burgas, hat man wahrscheinlich 4300 bis 4500 Kilometer, je nachdem, wie gut oder schlecht man seine Route geplant hat. Was eigentlich in der Vorbereitung eines der schwierigsten Sachen war. Dann natürlich seine ganze Ausrüstung selber mitnehmen, seine Verpflegung, alles, was man für die Schlafpausen braucht, Schlafsack, Biwaksack, was auch immer. Service, Zeug, Ersatzteile fürs Radl und das Ganze halt so gut wie möglich am Radl verbocken. Ja, vielleicht klingt es absurd, aber ich habe mir deswegen dieses Rennen ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ich habe beim längsten Rennen sicher die besten Chancen, vorn dabei zu sein, weil ich gewusst habe, ich werde sicher viel Fehler machen. Es wird sehr viel schief gehen am Anfang, dass ich am Schluss meine körperliche Fitness ausspülen kann und in die ersten Tage halt wirklich Learning by Doing mir die noch nicht vorhandenen Bikepacking-Skills aneignen. Nein, es ist vor dem Start ist schon was passiert. Es gibt ja glücklicherweise einen Radl-Check und da hat mir der Mechaniker gesagt, er hat das nur 2 Minuten angeschaut, dass mein Schalt auch hinten verbogen ist. Und ich mir gedacht, aha, das ist also der Grund, warum seit einem Jahr meine Schaltung nicht gescheit geht. Und ich mir gedacht, das liegt an der Schaltung selber. Und dann habe ich noch schnell mein Ersatz-Schalt auch, das ich mitgehabt habe, vor dem Start umgebaut. Und dann habe ich das erste Mal seit einem Jahr gute Schaltung gehabt vor dem Start. Das war ziemlich cool. So, meine Lieben, es geht jetzt dann los. Die Stimmung am Start ist schon richtig cool. Fackeln werden gezündet, Musik wird gespielt, 280 Teile haben sie jetzt da gesammelt. Und es geht jetzt dann den Pflastersteinanstieg auf wie die Koppelmühe. Und oben dann wird jeder seinen Weg wählen, seine Route, sein Tempo und dann wird sich das bald einmal zerstreuen. Ich freue mich drauf, ich bin gar nicht aufgeregt mehr, ich bin jetzt einfach nur bereit und freue mich, dass es losgeht. Es wird sicher wahnsinnig oben, eine schöne Erfahrung, jeder wird seinen Weg gehen, jeder wird seine Erfahrungen machen. Und ich bin am Start eigentlich ganz hinten gewesen. Ich habe mich da irgendwie mal gedacht, okay, ich will mich da jetzt nicht wichtig in den Vordergrund stellen, ich starte einfach ganz hinten, ganz gemütlich. Und jetzt die Kappelmühe nach oben, den berühmten Anstieg, den man von der Flandern-Rundfahrt kennt. Oben ist dann so witzig, weil man sieht ganz viel Radlfahrer, jeder hat das Licht oben und jeder blinkt und reflektiert und so. Und dann bei der ersten Kreuzung wird rechts, links, geradeaus, es teilt sich schon auf und dann ist plötzlich still. Und du bist schon mit dir allein und jeder fährt seinen Weg und seine eigene Route. Und ein paar Minuten später kommt wieder einer von rechts, den man vorher gesehen hat. Selbst biegt man aber nach links und 10 Kilometer später kommt man wieder von der anderen Seite und trifft sie wieder. Es ist ein total witziges Gefühl. Und ich habe aber gleich von vornherein mir das ein bisschen am Tracker angeschaut. Nicht, weil ich jetzt nur auf Wettkampf aus war, sondern weil ich einfach ein bisschen schauen wollte, wo fahren die anderen. Weil ich natürlich meine Route schon genau geplant habe. Da bin ich sicher über 100 Stunden am Computer gesessen. Aber ich habe halt einfach ein bisschen Unsicherheit gehabt. Ist die Route wirklich gut und vielleicht mache ich Fehler und ich habe einfach ein Gefühl der Sicherheit gehabt, wenn ich gewusst habe, wo die anderen unterwegs sind. Es hat dann eigentlich sie ja, herausgestellt, dass es am Anfang irgendwie 2 Gruppen gibt und ich glaube, das war ziemlich 50-50%. Wie man durch Deutschland fährt zum ersten Checkpoint, entweder fährt man im Norden übers Ruhrbadgebiet und über Leipzig oder weiter im Süden durchs Mittelgebirge. Und für mich war es, glaube ich, deswegen auch wirklich eine gute Entscheidung. Ich würde es wieder gleich machen, dass ich im Norden gefahren bin. Und das hat weniger Höhenmeter, hat, glaube ich, ca. 2000 Höhenmeter weniger und dafür 30 oder 40 Kilometer mehr. Aber das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Das heißt, meine Route ist zuerst durch Brüssel gegangen und dann bin ich durch Belgien weitergefahren ins Ruhrbadgebiet.
Und da habe ich eigentlich super Radwege, da habe ich zuerst recherchiert und da habe ich echt super Radwege gefunden, dass ich dort ohne Verkehr und wirklich zügig durchkomme, südlich von Dortmund und Bochum. Und dann bin ich weitergefahren bei Paderborn vorbei, bei Göttingen vorbei und dann habe ich vor Halle, also in der Nähe von Leipzig, mir im Vorfeld schon überlegt, das ist ca. 650 Kilometer und da wäre meine erste Schlafphase machen, ungefähr, weil man darf im Vorfeld keine Buchungen machen, das darf man erst unterwegs immer am Tag vorm Einchecken. Ja, und dann habe ich so um 8 Uhr Abend oder so mir das Hotel gebucht, das war noch 80 Kilometer entfernt, da habe ich gedacht, das sollte so in 3 Stunden Tour sein und dann hat das erste Drama angefangen, weil ich zmiert worden bin. Und ich bin dann statt den direkten Weg ins Hotel ein bisschen so zickzack nach Norden und hin und retour und links und rechts. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr gescheit gewusst, wo ich bin. War schon echt müde, es hat zum Regnen angefangen. Mein Handy ist ausgefallen, weil es durch die Nässe sich dann auch nicht mehr laden hat lassen. Und zum Glück habe ich mein Ersatzhandy mit dabei gehabt. Ich war echt so völlig daneben. Ich habe dann gesehen, okay, 20 Kilometer sind es noch. Nach einer Stunde bin ich draufgekommen, es sind immer noch 20 Kilometer, weil ich bin komplett in die falsche Richtung nach Norden gefahren. Dann habe ich umgedreht, habe auf Google Maps eingegeben, Radstrecke zum Hotel. Dann bin ich über Feldwege gefahren, über Schotterpisten, über Wiesen. Das ist eine Katastrophe. Es ist mitten in der Nacht, ich habe keine Sicht, ich bin völlig miert und ich fahre jetzt auf Feldwegen herum. Dann habe ich eingegeben, Route für Auto. Dann waren es auch wieder 20 Kilometer, weil er dann wieder einen Umweg gemacht hat. Und irgendwann bin ich dann mit 2 Stunden Verspätung im Hotel angekommen. Ja, und habe dann 3 Stunden geschlafen. Und das war echt, echt die erste bittere Erfahrung. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel der Nachteil von einem Hotel. Wenn du draußen schlafst, kannst du jederzeit hinlegen. Wenn du zu müde bist, gehst schlafen. Und wenn du dir ein Hotel gebucht hast, musst du die Müdigkeit durchtauchen. Und da war eigentlich diese Nacht, das war so ziemlich das Brutalste fast vom ganzen Rennen. Jo. Aber die Nacht war ein bisschen komplett scheiße. Irgendwie hat es eh gesehen. Es lässt sich das Handy nicht laden, weil irgendeine Feuchtigkeit im Handy ist, obwohl ich es 100 Mal abgewischt habe, am Heizkörper gelegt habe, trocken gemacht habe. Das ist so ein Scheiß mit dem USB-C-Ladeding. Aber jetzt habe ich gerade mein Ladekabel auch noch verloren und ich habe nur 5% Akku. Also ich werde mich jetzt wahrscheinlich eine längere Zeit nicht melden können. Ich muss mal schauen, dass ich ein Kabel nachkaufe und das Handy laden kann. Aber grundsätzlich, das Fahren geht gut. Aber es ist das Rundherum, das Route umplanen permanent, wenn du irgendwo eine Baustelle hast oder zu einem Hotel fährst. Und generell, das ist echt viel schwieriger, als ich mir gedacht habe. Und permanent improvisieren müssen, das ist ganz arg. Also ich glaube, ich fahre wesentlich besser, als im Ergebnis man sieht, aber die anderen sind halt besser mit dem ganzen Scheiß als ich. Ich bin dann jedenfalls zum Checkpoint 1 kommen. Das ist südlich von Dresden, kurz nach der Grenze von Deutschland zu Tschechien. Bis dorthin hat es eigentlich gut funktioniert. So ein kleines Problem war, es war einmal eine Brücke abgerissen, da war eine große Baustelle. Wir müssen wieder retour fahren und mir natürlich eine Umleitung suchen. Aber das sind Dinge, die einfach immer passieren. Das ist jetzt sozusagen im Normalbereich. Nur dann ist ein Problem auftreten, das war echt, echt brutal. Und da habe ich schon befürchtet, ich muss das Rennen abbrechen, weil meine Schaltung nicht mehr funktioniert hat. Die E-Tape-Schaltung, die elektronische, ist ausgefallen. Ich habe mit dem linken Schalthebel schalten können, mit dem rechten nicht mehr. Und ich habe dann überlegt, was kann sein. Der Akku hinten am Schaltwerk kann es nicht sein, weil es geht schon nach oben, aber nicht mehr nach unten. Das heißt, es kann nur vorne am Schalthebel die kleine Knopfzellenbatterie sein. Dann habe ich mir beim Checkpoint 1 einmal den Stempel geholt, in den Stempelpass. Das war noch einen Tag, 16 Stunden und 35 Minuten. Ich habe dann gehört, dass ich an neunter Stelle bin. Das hat mir eigentlich sehr, sehr taugt. Circa 4 Stunden Rückstand auf die schnellsten. Aber ich habe dann noch eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Schaltung wieder in Gang zu bringen. Und da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Das ist echt zum Schmunzeln im Nachhinein. Ich habe mit der Schrauben angefangen, eine Schraube aufzumachen, weil ich gedacht habe, da ist die Batterie drinnen. Und dann mache ich die Schrauben auf und dann rinnt Wasser nach unten. Und ich denke mir, hey super, ich habe das Problem gefunden. Es war Wasser durch den Regen
in der Batterie drinnen und deswegen hat es nicht mehr funktioniert. Ich bin dann draufgekommen, dass ich mir selber die Bremsflüssigkeit ablassen habe, weil ich das noch nie selber gemacht habe, mir die Bremsflüssigkeit zu entlüften oder nachzufüllen. Und dann hat meine Hinterbremse nicht mehr funktioniert. Und erst dann habe ich gecheckt, dass unten drinnen das Batteriefach ist. Dann habe ich die Batterie gewechselt, habe weiterfahren können mit der Vorderbremse. Ja, aber zum Glück habe ich dann am Parcours, man fährt dann so Schleifen in Tschechien, und in der nächsten Stadt in Tessin habe ich dann ein Radlgeschäft gefunden, die haben gerade noch offen gehabt, das war kurz vor sechs. Die haben mir das in ein paar Minuten gerichtet und dann habe ich meine Fahrt fortsetzen können. Ich bin dann Richtung Pilsen gefahren und dann bin ich schon in die dritte Nacht reingekommen. Die erste bin ich durchgefahren, in der zweiten war ich im Hotelzimmer und in der dritten war es dann Zeit für die erste Schlafpause im Freien. War wirklich das erste Mal, ich habe meinen Schlafsack im Vorfeld nicht getestet und jetzt habe ich auch noch nie wirklich draußen übernachtet beim Radlfahren, aber ja, Schlafsack, Bushaltestelle, das war einigermaßen trocken und ich habe mich dort sicher gefühlt, habe am Abend noch zum Essen einkauft, damit ich halt so durch die Nacht komme, mit Essen trinken und habe dann dort auch wieder 3 Stunden am Boden geschlafen, das war jetzt nicht super komfortabel, aber es hat absolut gereicht. Kurz vor der Grenze in Deutschland ist dann was passiert, ich habe eine Klopause gemacht, habe mein Radl eins irgendwo im Gebüsch, irgendwo zum Baum hingelandet. Und wie ich von der Klopause zurückgekommen, habe ich gemerkt, der vordere Reifen hat einen Defekt. Es war der hintere Reifen, Entschuldigung. Weil offensichtlich ganz oben, wo die Felge und der Reifen aneinander kommen, ein bisschen ein Schwachstell ist und es ist immer von einer Blume, von einem Busch, irgendeiner Dorne, dort seitlich oben, hat man den Reifen hingemacht. Ich habe mir gedacht, kein Problem, ich habe alles dabei natürlich. Ich habe zwei Reserveschläuche mitgehabt und eine Rahmenpumpe und ich habe dann den Reifen abgenommen, den Schlauch gewechselt, habe den Neigenschlauch eingesetzt, habe ihn aufgepumpt und habe dann gleich 2 Sachen festgestellt. Erstens, ich bringe mit der Pumpe nicht genügend Druck zusammen, weil mir einfach die Kraft in die Hände fällt und du pumpst halt echt minutenlang, bis da vernünftiger Druck drauf kommt. Und ich habe dann beim Abschrauben mir das Ventil aus dem Schlauch rausgeschraubt, weil das ist eins, das man abnehmen kann für Ventilverlängerungen. Das heißt, die Pumpen hat das Ventil mit rausgenommen, die Luft war weg. Ein zweites Mal aufpumpen, ist das gleiche wieder passiert. Beim dritten Mal aufpumpen, ist es wieder passiert. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, dass die Luft drinnen bleibt. Aber zum Glück habe ich dann meinen Kettengleitstoff mitgehabt und habe mir dann einen Tropfen quasi da drauf gegeben, damit da die Reibung verringert wird und dann ist es gegangen. Allerdings war trotzdem zu wenig Druck drinnen, der Reifen ist nicht auf die Felge gesprungen so richtig, jetzt habe ich so einen leicht hoppelnden Reifen gehabt mit zu wenig Luft. Bin dann aber in einer Autowerkstatt und dort ist mir das aufgepumpt worden. Und das Zweite, was ich eben vergessen habe, was ich jetzt im Nachhinein draufgekommen bin, ist der Adapter von dem Ventil zum Autoventil, weil das ist minimal klein, hat kein Gewicht und das hätte in dem Fall geholfen. Ich habe zum Glück in Bayern einen Mechaniker gefunden in der Autowerkstatt, der hat das einfach mit die Hand gemacht. Der hat einfach mit dem Autokompressor da hingriffen, das fest angegriffen und der hat einfach mit die Hand so eine Kraft gehabt, dass er trotzdem die Luft in den Reifen gebracht hat. Und dann habe ich quasi wieder mit einem ordentlichen Reifen mit 6,5 Bar drinnen weiterfahren können. Weitergegangen ist die Fahrt dann durch Cham, durch Straubing, Landshut und dann recht geschmeidig eigentlich nach München. Da ist es sehr flach gewesen, da bin ich sehr schnell unterwegs gewesen. Ich war generell mit meinem Tempo eigentlich durchaus zufrieden, außer dass ich dann immer den kürzesten Weg genommen habe. Aber ich habe zum Beispiel in den ersten 24 Stunden habe ich 660 Kilometer zurückgelegt, inklusive eben der ganzen kurzen Stops zum Einkaufen. Das war eigentlich recht gut und trotzdem bin ich in einem Bereich gewesen, wo der Puls niedrig war, wo ich mein Leistungspotenzial nicht komplett ausschöpfen und mir sind. Ich bin durch München gut durchgekommen und dann habe ich an dem Tag, da ist es dann schon später Nachmittag gewesen, habe ich gewusst, ich werde Garmisch-Partenkirchen noch schaffen und dann irgendwo am Fernpass mir ein Zimmer wieder nehmen. Und dann habe ich am Handy in der App geschaut, wo es da Zimmer gibt. Man ruft an, sagt, hey bitte, kann ich noch einchecken und Schlüssel hinterlegen und man sieht dann eigentlich gar niemanden. Zahlt es mit dem Handy und hat dann seinen Schlüssel dort und ich habe mir ein Lunchpaket dazu bestellt, dass ich ein paar Semmerler
gekriegt habe und ein kleines Frühstück. Ich habe es natürlich gleich gegessen, vor dem Schlafengehen, nicht als Frühstück. Ich komme daher wieder voller Style-Unfall. Thermotrikot, darunter ist kurze Trikot, beide offen, dass man die nackte Brust sieht. Da wird auf dem Style gepfiffen. Jetzt ist gerade der Jacobi vor mir, Slowene. Den habe ich gerade eingeholt. Er gibt jetzt auch extra Gas. Und ja, Zeit für schönen Style haben wir da keine. Passt effizient sein und außerdem, jetzt geht's aufs Umbreil Stelvio massiv. Und da schaut es noch Regen aus. Bevor es dann durch Österreich weitergegangen ist, Landeck, Reschenpass und dann schon Richtung Umbreilpass Richtung Bormio. Und da hat es dann auch wieder recht viel Begegnungen gegeben mit anderen Radlfahrern. Now we finally reach the Alps and there is Jacobi in front of me. He was number 5 on the first checkpoint. Hey guys! He is riding super strong and I will try to catch him, but it will be very tough. He is cheering for me. Da waren die ersten drei, die waren schon wirklich weit vorn. Die waren schon am Checkpoint in Bormio, als ich noch geschlafen habe, am Fernpass. Ich bin dann schlussendlich 9 Stunden später dort gewesen. Jetzt haben wir uns da bergauf so gematcht und komplett zerstört. Jetzt sind wir beim Checkpoint beide. Und jetzt hole ich mir was zum Trinken und wer sitzt da? Hey guys, Ultra Digger here. Er bestellt sich gerade eine Pasta und ein alkoholfreies Bier. Und ich hole mir was zum Trinken und dann geht's weiter. Wir haben noch eine Woche vor uns. Cheers. Ich habe meinen Stempel geholt. Stempel Nummer 2 nach 3 Tagen 14 Stunden. Ich war als 7. am Checkpoint, habe dann aber quasi als 6. den Checkpoint verlassen. Und im Anstieg zum Gavia-Pass, der wirklich wunderschön ist, die Abfahrt ist eigentlich echt brutal eng und schlechte Straßen und nicht ungefährlich. Dort habe ich noch 2 Fahrer überholt und habe mich da im Klassement dann schon irgendwie so in die Top 5 nach vorn gearbeitet. Und es war natürlich eine sehr coole Motivation für mich, dass ich gemerkt habe, ich habe zwar einige Fehler gemacht und ein paar Sachen sind schief gegangen am Anfang, aber körperlich fühle ich mich topfit und schon langsam komme ich in den Modus rein, ich verstehe, wie das alles funktioniert. Das Tempo, das da vorhin an den Tag gelegt worden ist, das war echt brutal mit offensichtlich kurzen Schlafpausen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich lasse mich nicht verleiten zu einer riskanten Strategie mit wenig Pausen. Ich bleibe dabei und mache 3 Stunden Pause vor tagsüber, so schnell es geht. Und das Rennen ist immer noch lang. Direkt nach dem Gavia-Pass habe ich mir dann in Ponte di Legno einen kurzen Stopp eingeplant, weil ich habe gewusst, ich muss Batterien nachkaufen, weil das mit der Schaltung, das Problem ist immer wieder gekommen. Und ich habe halt nur am Anfang die eine Ersatzbatterie gehabt und das ist natürlich viel zu wenig. Es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass da ja, offensichtlich ein Wackelkontakt war und ich habe die Batterie zuerst öfters gewechselt und dann habe ich gemerkt, nein, es reicht, Batteriefach zu öffnen und wieder zu schließen, Batterie einmal neu einbauen quasi und dann hat es wieder funktioniert. Aber trotzdem haben wir in Ponte di Legno einen Elektroshop gesucht und haben ein paar Ersatzbatterien gekauft und ein neues Headset fürs Handy, weil das ist auch eingegangen im Regen. Und ich habe dann doch immer wieder Sprachnachrichten geschickt oder selbst aufgenommen für mich, einfach damit ich mit mir selber reden kann und damit mir nicht so langweilig wird. Und dann habe ich eigentlich am nächsten Tag mein wahrscheinlich letztes Hopperla erlebt, am Weg Richtung Triest. Musik